Ja, hallo und herzlich willkommen zu App-Test. Ich bin der App-Tester und wir testen heute TouchGrid. Das ist ein Wunsch von Kunuchichi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kunuchichi. Und ja, was ist TouchGrid? TouchGrid ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, für mich nichts. Das werdet ihr gleich sehen, weil ich komme nicht so gut mit der Steuerung zurecht. Aber jeder, der zu Hause ein Skateboard hat, wird das die perfekte App sein, weil es einfach, es animiert ein Skateboard auf dem iPod Touch und iPhone. Und ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal in dem Warm-up. Also es gibt verschiedene Spielmodi, How to, also wie es funktioniert, heißt How to, also da könnt ihr die Basiskontrolle, könnt ihr alles angucken. Es wird dann schön erklärt mit Video und so. Also schwer ist es nicht. Also wenn ich jetzt hier auf weitergehe, dann wird mir das Video erklärt. Na, jetzt geht's los. Also zwei Finger auf das Skateboard und anhalten, ein Finger drehen. Wie man sieht, funktioniert alles perfekt. Die Steuerung ist auch perfekt. Aber ich muss sagen, es ist eine teure App. Ich glaube 5 Euro, ich lege mich jetzt nicht fest. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Jetzt gehen wir erstmal auf die Option. Da können wir die Soundeffekte an- und ausmachen. Click Turn Off und dann Online Highscore kann man anmachen, aber ich lasse ihn jetzt mal aus. Und dann natürlich noch den Online-Namen eingeben. Ich habe da jetzt noch gar nichts gemacht, weil wie gesagt, ich spiele dieses Spiel nicht. Man sieht, ich habe ein paar Punkte geholt. Also für mich hat sich das Spiel jetzt nicht gelohnt, aber ich habe halt Kunuchichi diesen Gefallen getan, weil er unbedingt dieses Spiel sehen wollte und ich habe ja gesagt, ich teste Spiele, die ihr unbedingt sehen wolltet. Also, jetzt gehe ich mal auf Warm-up und hier kann man jetzt sein Skateboard auswählen, also entweder dies oder das. Die werdet ihr im Laufe des Spiels dann auch erspielen. Am Anfang habt ihr nur die zwei, also das blaue und TouchGrid. Und dann habe ich das hier noch erspielt, das hier und natürlich das mit dem Fisch. Das ist mein letztes. Dann könnt ihr das wählen und dann seht ihr jetzt nochmal im Ladescreen, in Loadscreen, also ja, wie es funktioniert. Also wie gesagt, ich spiele es jetzt mal mit zwei Fingern, also mit rechts und links. Ihr spielt es normalerweise so, aber ich spiele es jetzt mit zwei Fingern. Und wir sehen, also durch Tippen und also wir gehen auf den ersten, also erst hinten und dann so und in die Richtung fahren wir quasi. Wenn ich jetzt wieder hier anhalte und so mache, so fahren wir. Dann gibt es natürlich, wir fahren und machen dann noch Tricks, wie wir springen hoch und wir lassen los und es ist ein bisschen schwierig, finde ich. Also ich krieg's nicht immer hin. So, jetzt bin ich in die hochgesprungen und ich weiß jetzt nicht, wie diese Tricks heißen. Sei mir verwehrt, weil ich bin kein Skateboarder. Ich habe mal früher Inliner gefahren, da kenne ich die ganzen Tricks, aber Skateboard sagt mir nun gar nichts. Also wir haben auch hier Rampen und man kann natürlich auch hier so Tricks machen wie das Skateboard drehen und so. Also es ist viel dabei, also es ist viel Umfang, aber ich finde es echt schwierig. Also ich krieg's irgendwie nicht gebacken manchmal. Also ich muss auch, also ich weiß, dass man so, also jetzt bin ich hochgesprungen, also ich muss im Sprung das Skateboard drehen. Also ich mache das jetzt einfach mal mit zwei Fingern. Also na, so, jetzt habe ich einmal gedreht, das war schon jetzt ein Trick. Dann gibt es natürlich noch einen anderen Trick. Ja, dann kann ich natürlich noch rein und raus zoomen. Wie ging das nochmal? Ja, genau, indem ich auf die Lupe klicke. Da sieht man dann schön das ganze Feld, hier sind auch die Rampen und so und dann könnt ihr auch grinden auf Stangen und so. Also es ist wirklich so wie ein Skateboard, also wie ihr mit dem Skateboard also hin und her fährt und halt Tricks macht. Und dafür kriegt ihr auch Punkte und es gibt auch ein also jetzt habt ihr gesehen, jetzt habe ich einen schönen, aber mein Skateboard ist falsch umgefallen. Also wie gesagt, das, also ich habe es schon öfters geschafft. Na, naja gut. Also ihr müsst euch vorstellen, eure Finger sind die Füße und ja, jetzt habe ich es geschafft. Ah, okay. Aber weil ich im Free-Modus bin, gibt es keine Punkte dafür.
Also, müsst ihr euch das vorstellen, ihr seid mit dem Skateboard und eure Finger sind eure Füße und wie gesagt, bremsen, lenken hin und her, indem ihr ein bisschen weggeht vom Board und auf zwei Fingern dann fahren, bremsen, auf der anderen Seite fahren. Also funktioniert alles sehr gut. Jetzt gehe ich noch mal kurz in dem Menü und zeige euch noch kurz das Menü. Also das ist auch das ganze Spiel. Es geht nur darum, also dann halt auch solche Jams zu gewinnen, solche Saison. Ihr könnt eine Saison spielen oder um Punkte halt. Also wie gesagt, es geht auch online. Ihr müsst halt dann Online-Ranking Enable machen. Ich mache das jetzt nicht, das dauert mir viel zu lang. Dann zeige ich euch jetzt noch Jam-Saison. Da gewinnt ihr meistens Boards. Und wer halt Skateboarder ist, wer ein Muss, für mich hat sich jetzt das Ding nicht so gelohnt. Ich tue mir auch wirklich schwer bei dem, es irgendwie jetzt so, wie gesagt, Tricks zu machen. Ich versuch's zumindest. Und ja, man sieht, Punkte kriegt man, wenn man springt und wenn man. Ah, super! Okay, das war jetzt nichts. Man kann auch andere Tricks machen. Also, es wird alles schön erklärt. Ihr müsst euch die Tutorials auf jeden Fall anschauen, weil da wird wirklich alles schnell erklärt. Ich versuche mal jetzt eins. Versuche mal jetzt an die Grindstange. Okay, jetzt bin ich dagegen geprescht. Jetzt fahre ich nochmal zurück. Und nochmal vor. Und versuch zu grinden. Wenn ich es hinkriege. Nee. Ich habe ja noch Zeit. Also gut, ich probiere jetzt mal kurz noch zu grinden und dann war es das auch schon. Na, komm schon. Ah ja, das wäre jetzt beinahe gewesen. Also auf jeden Fall auf Stangen grinden, dann kann man rüberspringen und man muss dann auch mit den Fingern das Gleichgewicht halten. Also, ja gut, das war jetzt wieder nichts. Es ist, auf jeden Fall ist hier jetzt nur gefragt, wie viele Punkte ihr macht und die Punkte werden dann gezählt. Aber es gibt dann auch nachher dann mit begrenzt Zeit. Das wäre dann dieser Modus hier. Ich nochmal kurz zurück. Die Ladefrequenzen gehen rucki-zucki. Das ist hier bei Collection oder Collab. Ach, egal. Einfach auf diesem Ding hier. Ist ja auch egal. Mit Englisch ist nicht so mein Ding. Ich nehme mal jetzt ein anderes Board. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Und 1500 Punkte muss ich schaffen. Ne, nicht 1500, doch 1500 Punkte muss ich schaffen, dass ich dieses Ding hier gemeistert habe. Und dann fangen wir mal an. Also nicht 1000, sondern 150.000, Entschuldigung. Ja, dann muss ich hier jetzt, also wir sehen, wir haben begrenzt Zeit. Ja, das war jetzt nichts. Wir haben begrenzt Zeit und ja. Man muss halt Punkte machen und man kann sie auch online dann gegenseitig oder mit einem Kumpel. Jetzt habe ich zum Beispiel, wie ihr gesehen habt, einen schönen Grind hingelegt und ja, aber ich hätte mein Board nochmal drehen müssen, weil ich muss natürlich auf den Rädern aufkommen. Oh, das wäre schön gewesen. Naja, wie gesagt, ich bereue es jetzt nicht, aber ich sag halt, es ist für mich nicht sehr interessant gewesen. Also, es ist natürlich mal wieder eine neue Spielerei, wo ich auf dem iPhone lustig finde. Oder iPod Touch, ist ja auch egal. Also mit der Touch-Steuerung funktioniert es wirklich sehr gut, nur halt, ich bin halt nicht so mit die Grobmotorik, wie was mich betrifft, bin ich halt nicht so gut. Was soll ich machen? Okay, ja. Wie immer heißt es, abonnieren, kommentieren, Sterne geben, nicht vergessen. Ich freue mich. Ciao!